Wollen wir uns nochmal anschauen, wie eben ein Mittelfeldpressing funktioniert. Hier, das habe ich für Kinder eigentlich meistens, baue ich hier ein Pressingband auf. Das heißt, ich stelle hier Hütchen auf und dort drüben auch Hütchen auf, um dann dieses gelenkte Mittelfeldpressing eben hier einzuleiten. Das heißt, wenn in diese Zone eingespielt wird, geht es eben los. Die einzigen, die sich aus dieser Pressingzone heraus bewegen, sind die Spitzen, um das einzulenken, das Mittelfeldpressing. So entscheidend ist nun, wir lassen den ersten Ball zu. Ein großer Fehler wäre jetzt eben hier rauszuschieben, weil der Weg extrem lang ist und damit die Verschiebebewegung überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ja, wenn ich hier lange rausschiebe, dann spielt er den Ball darüber und dann bin ich ewig weit gelaufen, das hat nichts gebracht. Das heißt, ich bleibe hier immer kompakt in meinem Band, hier sind auch meine Hütchen. So, und jetzt lasse ich die Innenverteidiger eben hier, der ist jetzt, steht jetzt noch außerhalb des Bandes, lasse ich sie hier ranpendeln. Das heißt, die Innenverteidiger werden versuchen, näher an das Spiel heranzurücken, um eben auch Druck nach vorne auszuüben zu können. So, und jetzt kommen eben meine beiden Spitzen, Zehnerspitze. Ja, könnte zum Beispiel auch so ausschauen, jetzt gerade mit abgekippt, dass wir jetzt anfangen zu lenken. Und das Pressing bestimmt der Stürmer. Wir brauchen nicht rufen, wir brauchen nicht schreien, sondern mein Stürmer erkennt, okay, jetzt habe ich einen kurzen Weg zu meinem Innenverteidiger, versucht zwischen die beiden Innenverteidiger hineinzukommen, um ihn auch wieder in diese Situation hineinzutreiben. Dies ist ein Signal für die komplette Truppe, dass es jetzt in diese Richtung geht. Das heißt, wir verschieben schon stark Richtung Ball, ohne verzögertes Einschieben, wenn wir das Pressing gemacht haben, weil der Ball, wenn er unter Druck ist, wird der relativ selten darüber geschlagen. So, das bedeutet auch hier für meinen Offensiven, dass er automatisch ein bisschen riskanter nach oben steht, um diesen Ball eben hier zu verhindern, der auch über die 6 gespielt werden könnte, damit ich hier dazwischen kommen kann. So, und jetzt rutschen wir alle gemeinsam Richtung Ball, rutschen stark an die Männer ran, rutschen noch stärker auf die Ballseite, wir treiben ihn hier rein, entweder spielt den Ball da rein, um den hier dort hier zu erobern, oder wenn der Ball hier raus ist, pressen wir hier drauf und kommen dann gemeinsam auf Ballseite dazu. Auch der Stürmer kommt aus dem Laufweg dann hier mit dazu, um den Ball hier zu erobern, und dann versuchen wir hier wieder hier reinzukommen auf die gegenüberliegende Siegeseite gegen einen unorganisierten Gegner, schnell, möglichst schnell nach vorne zu spielen, damit der Gegner sich nicht mehr organisieren kann. Der Vorteil des Mittelfeldpressing oder gerade des Angriffspressing, wenn wir den ersten Ball zulassen, ist natürlich, dass wenn wir den Ball erobern, dass wir ihn erstens sehr schnell zurückbekommen. Das heißt, wir dem Gegner gar nicht die Möglichkeit geben, hier lange Spielaufbau zu betreiben und wir viel Verschiebebewegung hier leisten müssen, sondern wir wollen den Ball sehr schnell erobern, dazu das Angriffspressing mit dem ersten Ball zulassen, um dann gleich zu lenken. Damit erobern wir den Ball auch sehr nah im Tor, also sehr nah am Tor. Das heißt, wir können noch schneller nach vorne kontern und den Gegner unorganisiert vorfinden. Beim Mittelfeldpressing habe ich schon einen bisschen weiteren Weg, aber ich stehe damit natürlich auch etwas tiefer. Das heißt, der Nachteil des Angriffspressings, wenn ich ganz vorne sehr hoch stehe, ist der Raum zu meinem Torwart. Ja, wenn da gerade im Moment des Pressings ein langer Ball oben drüber kommt und ich eine sehr schnelle Sturmspitze habe, bin ich natürlich hier sehr anfällig, weil der Raum sehr groß ist. Das heißt, ein langer Ball, der hier reinkommt, mit großer Wahrscheinlichkeit von einer Spitze auch abgelaufen werden kann. Das heißt, da große Gefahr, das ist der Nachteil, ist, wenn ich sehr hoch verteidige. Beim Mittelfeldpressing ist es schon etwas moderater. Das heißt, zum einen haben wir, der Weg zum Tor ist etwas länger geworden, aber wir stehen auch etwas tiefer, das heißt ein bisschen hinter der Abwehr. Das heißt, der Raum zum Torwart ist enger geworden, damit ist die Gefahr eines langen Ball oben drüber, der Stürmer abfangen kann, aufs Tor zu laufen, ist dadurch auch geringer geworden. Das heißt, hier müssen wir immer abwägen, ja, welches Risiko, welchen Vorteil wollen wir haben und welchen Nachteil ziehen wir daraus und wie vor allem können wir diesen Nachteil dann eben minimieren.